Essen unverpackt Laden fahren. Die Frage möchte ich jetzt ganz kurz, bevor das Video abläuft, beantworten, weil sich vielleicht einige fragen, wie passt das jetzt zu dem Kanal? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also mit mir. Und was hat das vielleicht mit euch zu tun? Und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann spult einfach kurz ein paar Sekündchen weiter und schaut euch einfach mal das Video an. Viel Spaß dabei. Ich habe mir einfach überlegt, was passiert nach meinem Neuseeland-Aufenthalt, wenn ich wieder in Deutschland bin. Geht das Reisen irgendwie weiter? Schaue ich mir irgendwie Deutschland an? Und klar gibt es super viele Reiseziele, die ich mir hier auch gerne noch anschauen würde. Aber irgendwie, ja, habe ich mich ein bisschen davon beeinflusst gefühlt, wie die Lebensmittelverhältnisse so in Neuseeland waren. Und vielleicht hole ich mal ein bisschen weiter aus. Es war halt so, dass ich in Neuseeland angekommen bin und dort natürlich Lebensmittel eingekauft habe und es dann halt so war, das erste Mal im Supermarkt, dass dann halt direkt die Kassiererin die Waren eingepackt hat in Plastiktüten. Zu Hause, also vor der Abreise, habe ich mir eigentlich schon immer viele Gedanken darüber gemacht und hatte immer irgendwie eine Tasche dabei, einen Jutebeutel oder irgendwie eine Tüte, um halt ja so ein bisschen den Plastik aus dem Weg zu gehen. Und in Neuseeland war es dann halt wieder plötzlich so das totale Gegenteil. Also man hat irgendwie einen Wocheneinkauf gehabt und hatte dann irgendwie 5 so Plastiktüten oder teilweise auch mehr und zum Beispiel auch Fleisch oder Sachen aus der Tiefkühltruhe wurden dann halt nochmal extra in eine Plastiktüte verpackt. Und klar, beim ersten Mal wusste man das einfach nicht so. Selbst wenn man halt irgendwie versucht hat oder halt eine Tüte oder so mitgenommen hat, dann war man halt meistens gar nicht schnell genug, um das halt irgendwie zu sagen oder so. Wenn man das dann halt an der Kasse gesagt hat, dann hat die Kassiererin halt meist irgendwie schon die Sachen in 3 Tüten oder so gepackt. Also mir ist es halt dann erstmal so richtig krass aufgefallen. Ja, und dann dachte ich mir halt, okay, wenn ich wieder zu Hause bin, will ich eigentlich gucken, dass das für mich ohne Plastik geht. Wie funktioniert das? Ist das überhaupt für mich praktikabel? Und ich will gar nicht irgendwie Leute bekehren, wie mega dazu anhalten, kein Plastik mehr zu benutzen oder so, aber einfach für mich, sich halt mal anzuschauen, wie das funktioniert und das vielleicht auch mal wiederzugeben, weil vielleicht Leute, die sich nicht so stark damit beschäftigen, was ich ja eigentlich halt auch nicht tue, sondern das halt nur so am Rand irgendwie machen wollen, vielleicht auch gar nicht wissen, was da abgeht. So war das auf jeden Fall bei mir. Und Leute, die halt eh schon stärker im Thema sind, die wissen vielleicht Bescheid. Also für alle die gar nicht wissen, wie sowas richtig funktioniert, so wie ich, ist das Video eigentlich. Und für Leute, die so ein bisschen was machen wollen. Und wir haben halt in Deutschland gute Möglichkeiten, das halt zu machen. Es gibt ganz viele Unverpacktläden. Und deswegen kommt dieses Video, auch wenn das ein Reisevlog, Reiseblog ist, was auch immer. Gerade das Thema Nachhaltigkeit hat, finde ich, auch was mit Reisen zu tun und neue Kulturen kennenlernen. Ja, und einfach neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, Leute, die gerne reisen, die haben generell einfach Lust, neue Sachen auszuprobieren. Und da gehört sowas einfach auch dazu. Es muss jetzt keine Sightseeing-Tour oder Wanderung oder irgendwas sein, sondern das ist halt auch ein Thema, was für mich einfach stark mit dem Reisen verknüpft ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ich halt auf diese Idee überhaupt erst gekommen bin. Dadurch, dass ich jetzt halt gerade den Neuseeland-Aufenthalt hatte und mich das Thema Lebensmittel und Plastik einfach dann mega beschäftigt hat. Wir sind gerade angekommen in Essen, schauen uns jetzt mal den Unverpacktladen an und wir haben ganz viel schönes Zeug eingepackt. Anna hat eine ganz super Tasche mit ganz viel so Weggläsern und so ein Kram, das habe ich heute alles noch gespürt und wir gucken uns das jetzt mal an, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und ob wir den Laden überhaupt finden. Wir sind jetzt angekommen in der Straße, ich zeige euch die mal ganz kurz, ich habe gerade keine Ahnung, wie sie heißt, doch, sie heißt Rosa Straße, blende ich gleich mal ein. So sieht's hier aus.
Wir waren nämlich in ganz bestimmter Mission im Unverpacktladen und zwar hatten wir eine Einkaufsliste für einen Mädelsabend dabei, denn wir wollten den Laden ja auch auf Alltagstauglichkeit testen und dabei mal schauen, ob wir alles bekommen, was wir auch sonst in einem normalen Supermarkt für unseren Mädelsabend gekauft hätten. Als erstes Fazit kann man schon mal direkt sagen, wir hatten super viel Spaß beim Einkaufen, sonst hatte ich noch nie so viel Spaß im normalen Supermarkt und es hat auch echt alles super geklappt. Also wir haben ja jetzt von der Liste nur die wirklich gekühlten Sachen nicht bekommen, also wie zum Beispiel Käse oder Schinken, also Fleisch bekommt man nicht. Ja, was noch positiv war, war hinterher an der Kasse, also wir hatten recht viele frische Sachen auch dabei und einige abgefüllte Sachen. Ich hatte eher damit gerechnet, dass es viel teurer ist, aber einige Dinge waren sogar günstiger als im normalen Supermarkt und wir haben letztlich für den gesamten Einkauf etwa 13 Euro bezahlt. Außerdem haben wir alle am Ende festgestellt, dass es super schön aussieht, die Einmachgläser einfach ins Regal zu stellen. Gerade wenn man in der Küche viel offenen Stauraum hat, sieht das einfach viel besser aus, als wenn man sich eine Packung Nudeln irgendwie hinstellt. Ja, noch ein weiterer positiver Punkt ist, dass wenn man mal eine Geschenkidee oder sowas braucht, dann kann man auch super in den Laden gehen und einfach dort ein fertig gemischtes Müsli zum Beispiel abfüllen oder wie ich es jetzt gemacht habe, Kaffeebohnen und die sehen einfach im Einmachglas auch super schön aus und das kann man dann hinterher auch nochmal gut verzieren. Ich kann den Laden auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich weiß, dass es deutschlandweit und auch NRW-weit noch weitere Läden gibt, also schaut einfach mal, ob ihr einen in eurer Nähe findet und probiert das Ganze einfach mal aus.